Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend ganz herzlich zu unserer heutigen digitalen Lounge. Und wir haben heute das Thema gewählt, Innovation durch Immigration. Sind Migranten die besseren Unternehmer? Sehr spannendes Thema. Und ich möchte Sie zunächst bekannt machen mit Dr. Johann Hanus. Dr. Hanus ist Fellow am Henderson Institute der Boston Consulting Group. Und er hat vor kurzem eine ganz interessante Studie veröffentlicht, auf die ich stieß und die mich sofort gefesselt hat. Er hat geforscht und veröffentlicht über Innovation Without Borders, The Power of Human Migration in the 21st Century. Und der Titel lässt schon erahnen, dass es um ganz interessanten Research und Hintergrund geht. Denn bei uns in Deutschland, wenn wir Migration diskutieren, dann geht die Debatte eigentlich fast ausschließlich um Flüchtlinge und um die Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Das ist aber natürlich nur ein sehr verkürzter, einseitiger Aspekt. Und ich glaube, es ist sehr wertvoll, auch andere Gesichtspunkte und Blickpunkte in den Blick zu nehmen und vor allen Dingen sie auch entsprechend zu untersuchen und wissenschaftlich zu fundieren, damit man sie auch wirklich sachgerecht diskutieren kann. Denn wir sprechen hier volkswirtschaftlich von Human Resources. Das heißt, Talente, die zu uns kommen, Fachkräfte, die uns zu uns kommen, Spezialisten, die zu uns kommen, Unternehmer, die zu uns kommen. Und Herr Dr. Hanus hat natürlich auch sichtbar gemacht, was das für uns volkswirtschaftlich heißt und wo es relevant ist. Und meine Damen und Herren, was man vielleicht nicht so im Blick hat, also Unternehmen wie Delivery Hero oder Get Your Guide oder Gorillas oder jetzt BioNTech, die würde es bei uns nicht geben, wenn nicht Menschen aus dem Ausland hierher gekommen wären und mit ihrem Wissen und ihrem Können und ihrer unternehmerischen Tatkraft diese Unternehmen gegründet haben, die zum wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes beitragen. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Thema entsprechend diskutieren können. Und ich begrüße auch herzlich Frau Enas El Al Sayed. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, weil wir uns vorher nicht haben darüber verständigen können. Sie ist erst seit kurzem in Deutschland, ist Softwareentwicklerin, kommt aus Ägypten und arbeitet in Deutschland für welches Unternehmen, weiß ich gar nicht, aber das werden wir sicherlich von Ihnen erfahren. Und dann freue ich mich, dass Julia Alles bei uns ist. Vielleicht kennt der eine oder andere in unserem Verband sie bereits. Sie ist stellvertretende Sprecherin des Fachausschusses Bildungspolitik. Und in ihrem eigentlichen Beruf arbeitet sie als Projektkoordinatorin an der Hochschule Kaiserslautern. Von Ihnen werden wir sicherlich auch noch ein bisschen mehr dazu erfahren und Sie werden dann die Moderation der Veranstaltung entsprechend übernehmen. Aber jetzt würde ich gerne das Wort erst einmal an Dr. Hanus weitergeben, dass er uns in die Key Findings der Studie eben entsprechend einführt. Jonas, Johann, bitte nimm das Wort. Sehr gerne. Vielen Dank, Willi. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank an Sie und euch alle für das Interesse an der Fragestellung. Bevor ich mich vorstelle, selbst nur ganz kurz meinen Blickwinkel auf das Thema, warum ich mich damit beschäftige,
würde ich gerne direkt auf die eingangs gestellte Frage eingehen, mit der wir Sie und euch ja auch eingeladen haben. Diese implizite Frage und Feststellung, sind Migranten die besseren Unternehmer? Also da muss ich zugeben, das ist natürlich in gewisser Weise eine Fangfrage. Was man zunächst sagen kann, ist, etwas prosaisch gesagt, Migranten, also Menschen, die ihr Land verlassen, ihr Herkunftsland und ein neues Land aufbrechen, sind eigentlich per se Unternehmer, weil das ja als solches schon eine große Entscheidung unter Unsicherheit ist, die einer Unternehmensgründung in gewisser Weise ähnlich ist. Das ist zunächst das eine. Das andere ist, Migranten sind häufiger Unternehmer. Da gibt es klare Zahlen aus den USA, aber die spiegeln sich auch in Deutschland wieder, dass Migranten häufig vielleicht auch aufgrund dieser initialen Migrationserfahrung, dass sie eine andere Neigung dazu haben, Unternehmen zu gründen. Und das sieht sich dann auch in der Praxis wieder gespiegelt. Also grundsätzlich sind Migranten häufiger unternehmerisch tätig. Was dabei dann spannend ist, ist Folgendes, und zwar, dass es sowohl, sagen wir mal, im kleinunternehmerischen Teil mehr Betätigung gibt, als auch sozusagen im Bereich BioNTech, Get Your Guide, also von den großen Unternehmungen. Also es geht sozusagen ziemlich weit auseinander, entlang des Spektrums von ganz klein, sehr, sehr viel, bis ganz groß. Und das erwähne ich deswegen, weil wir, glaube ich, in diesem Thema Migration sehr oft sehen, dass es zwei Seiten einer Medaille gibt, dass die Effekte auch durchaus mal auseinandergehen können und dass deswegen sozusagen so Durchschnittsbetrachtungen oft nicht zum Ziel führen. Das nur so vorab, um auf diese Frage einzugehen. Bevor ich Sie und euch jetzt entführe sozusagen in ein paar Aspekte unserer Forschungsarbeit, vielleicht eine kurze Anmerkung dazu, wie komme ich dazu zu dem Thema? Ich betrachte das Thema nicht wirklich als Unternehmensberater, obwohl das sicherlich der Job ist, den ich primär ausfülle, sondern aus einer ökonomischen Perspektive, weil mein Hintergrund eben auch Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ist. Und da hatte ich das Glück, selber zu migrieren, wenn man so will, für 2 Jahre zu studieren für einen Master in den USA. Und dort an der Hochschule bin ich in Kontakt gekommen mit unglaublich spannenden Denkern, bis hin auch zu Nobelpreisträgern, die sich dieses Themas angenommen haben. Und da legte dann jemand nieder die Geschichte einer NGO, die für saisonale Arbeitskräfte, also Menschen, die auf Feldflächen arbeiten, Menschen aus Mexiko nach Spanien rüberbringt. Das mit dem Ziel, sozusagen Menschen, die vielleicht in schlechtere Zeiten in Mexiko kein Einkommen haben, denen durch Migration nach Spanien und dort Arbeit dort sozusagen insgesamt denen und deren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen. Und ich erzähle diese Geschichte deswegen, weil ich damals zunächst echt von Kopf gestoßen war und das Gefühl hatte, das ist potenziell unseriös, was diese Organisation tut. Also Migration erleichtert. Und ich glaube, ich spreche hier für viele, wenn ich diese Geschichte erzähle, dahingehend, dass wenn wir über Migration nachdenken und sie erfahren, oft so das Gefühl haben, es ist etwas Passives, das ereilt uns. Menschen kommen zu uns nach Deutschland oder nach Europa, so ein bisschen wie das Wetter, schwer steuerbar. Und ich würde dafür werben, dass wir sozusagen nach vorne schauen und zukünftig auch eine aktivere Haltung in der Gestaltung von Migration einnehmen. So, und aus diesem Aha-Moment für mich, zunächst denkend, Mensch, das klingt etwas gefährlich geradezu, Migration zu erleichtern, ist dann für mich über die Zeit der Gedanke entstanden, tatsächlich eine ähnliche Organisation gründen zu können. Was bedeutet, dass ich neben meiner Arbeit bei BCG ehrenamtlich tätig bin bei einem Verein, der heißt Imagine. Und wir arbeiten hier mit Menschen aus Ägypten, Syrien, Jordanien, Pakistan eng zusammen. Enas ist eine von diesen Imagine Fellows, wie wir sie nennen. Und wir helfen Menschen, die bereits qualifiziert sind, also in den Ländern eine Universitätsbildung genossen haben, dabei Arbeit in Deutschland zu finden. Das heißt, ganz praktisch betätigen wir uns hier sozusagen in der Unterstützung von Menschen, die nach Deutschland kommen wollen. Und auch aus dieser Erfahrung schöpfe ich sozusagen, wenn ich heute meine Gedanken mit Ihnen, mit euch teile. So, das dazu. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen einen kurzen Überblick über unsere ersten Ergebnisse, die wir auch veröffentlicht haben. Ich würde dazu ein paar Folien auflegen,
Das alles nur so als Anregung, als Appetithappen und dann können wir uns aufmachen in eine gemeinsame Diskussion. So, ich würde jetzt davon ausgehen, dass Sie die Folien sehen. Falls nicht, bitte um Handzeichen. Ja, gut, dann los geht's. Also, Migration, ich glaube, muss man nicht betonen, natürlich ein vielschichtiges Thema, ein Thema, das die Ratio anspricht, aber auch die Emotionen, ein Thema, das oft politisch polarisiert, in dem es sicherlich auch Probleme und Herausforderungen gibt, aber eben auch ganz, ganz viele Chancen. Und ich möchte Ihnen und euch jetzt heute Abend einen ökonomisch geprägten Blick darlegen, der sicherlich auch den Blick zunächst erstmal auf die Chancen richtet und in der Diskussion dann gerne eine Betrachtung auch von Herausforderungen. Ich freue mich darauf. Gut, Willi Rugen, Sie hatten es angesprochen, BioNTech, das Beispiel, was wir hier alle in Deutschland kennen, vielleicht auch der typische Berührungspunkt von vielen von uns, wenn wir mit Migration, mit Immigration und auch ihrer positiven Kraft in Verbindung kommen. Also das Phänomen, dass kluge junge Leute nach Deutschland zu uns kommen, in diesem konkreten Fall sogar von BioNTech, sind es ja sogar Einwandererkinder, wenn man so will, also die hier auch geboren wurden als Kinder von sogenannten Gastarbeitern, die nach heutigen Maßstäben eigentlich auch nicht als gebildet zu qualifizieren wären. Also hier auch nochmal eine ganz spannende Wendung, unskilled versus skilled Migration, das auch aus einem solchen Hintergrund dann unglaublich viel Kraft entstehen kann. Aber BioNTech ist sozusagen die Story, die wir alle kennen. Deswegen möchte ich darauf auch nicht weiter eingehen. Und ich möchte sozusagen den Blick lenken auf ein viel breiteres Phänomen, was sich hinter Migration und Migrationsnetzwerken verbirgt. Hier ein kurzes Schlaglicht auf eine Firma, die heißt Careem. Das ist sowas wie Uber, ein Mobilitätsdienstleister. Und diese Firma wurde gegründet von einem Schweden und einem Pakistani in Europa. Und ich erwähne das, weil hier deutlich wird, dass natürlich viel Gutes auch entsteht, wenn Menschen kulturübergreifend zusammenarbeiten. Und was auch spannend ist, wenn sie zusammenarbeiten, dahingehend, dass sie Ideen im Ausland sehen. Uber gab es damals schon in den USA und auch in Europa. Und dann sozusagen Ideen im Ausland beobachten und dann in ihre Herkunftsländer zurückbringen. Und in diesem Beispiel eben Careem, ein Mobilitätsdienstleister, der jetzt schlussendlich auch von Uber gekauft wurde, der sozusagen diese Idee kommerzialisiert hat in Ägypten, in Saudi-Arabien und in Pakistan. Also hier Aussage, Emigration kann auch dazu führen, dass sozusagen gute Ideen aus der Welt wieder in das Land zurückfließen. Dann der IT-Sektor in Indien, relativ bekannt, das Beispiel, dass sozusagen deren gesamtes Wachstum zum guten Teil darauf beruht, dass eben vor vielen Jahrzehnten bereits Inder in die USA ausgewandert sind, dort Netzwerke geknüpft haben, dort natürlich auch Kapital eingesammelt haben und die diese Ideen, dieses Kapital dann in ihre Länder wieder zurückgebracht haben. Also auch hier wieder eine zirkuläre Geschichte sozusagen, Emigration über die Zeit gesehen, führt dann oft auch dazu, dass Ideen, Kapital und am Ende auch Wirtschaftswachstum in den Herkunftsländern entsteht. Und zu guter Letzt, ich gehe jetzt mal etwas schneller weiter, ein Thema, das auch nur anreißen möge, dass das Ganze hier nicht nur eine ökonomische Betrachtung ist, sondern am Ende auch eine, die basale Menschenrechte berührt. Und zwar, dass Migration dazu führt, dass sich Ideen verbreiten, natürlich auch Ideale und Werte, grundsätzlich auch erstmal in alle Richtungen. Aber was sich tatsächlich auch akademisch nachweisen lässt, ist, dass dieser Effekt, dass Menschen, die ihr Herkunftsland verlassen, vielleicht aus Ländern kommen, die nicht ganz so demokratisch sind wie die unsere, dass die dann sozusagen über die Immigration und die Einwanderung nach Europa oder in die USA oder nach Kanada mit gewissen Werten in Verbindung kommen und, das ist eben so spannend, diese Werte wieder zurückbringen in ihre Länder. Und als Anekdote mag hier dienen die Geschichte von Studentinnen aus dem mittleren Nahen Osten, die nach Kanada gegangen sind, die dann zurückgekehrt sind und in Saudi-Arabien unter anderem sich starke Frauenrechte eingesetzt haben. Mit vielen Herausforderungen natürlich auch. Ja. Aber ganz, ganz mutig.
So, man kann das jetzt sozusagen noch etwas präziser aufdröseln. Das haben wir auch getan in der Studie. Und vielleicht eine wichtige Nebenbemerkung hier. Das sind alle Ideen, die ich hier mit Ihnen und mit euch teile. Da stehe ich, wie man auf Englisch sagt, on the shoulders of giants. Also in anderen Worten, ich selber habe auch zu solchen Themen promoviert, bin sozusagen Kontakt auch im besten Fall mit dem letzten Forschungsstand. Und das bedeutet einfach nur schlichtweg, was ich hier mit Ihnen und euch teile, sind natürlich nicht nur meine Ideen, sondern sozusagen der gesamte Stand, im besten Fall der akademischen Forschung aus ökonomischer Perspektive. So, und die Hauptaussage hier, wenn man das mal etwas weiter aufdröselt, ist die folgende, und zwar, dass es eben nicht nur oftmals netto positive ökonomische Effekte sind für die Zielländer, also klassischerweise hier auf der linken Seite Europa oder die USA, hier nur plakativ dargestellt, sondern eben auch die Herkunftsländer. Und dass somit so dieser Refrain, den wir alle im Kopf haben, Brain Drain, dass das etwas Negatives ist, wenn auch gut gebildete Menschen ihre Länder verlassen, dass dieser Refrain, dieser Brain Drain sozusagen nach heutigem Forschungsstand eigentlich nicht mehr so problematisch anzusehen ist. Was bedeutet das und warum sollte man sich vielleicht über Brain Drain keine so großen Sorgen machen? Folgender Punkt. Wenn man es ökonomisch betrachtet und langfristig sieht, dann ist es eben so, dass die vielen Positiveffekte, also Kapital, was zurückfließt, Ideen, die zurückfließen und weitere Effekte dazu führen, dass am Ende auch die Herkunftsländer von Auswanderung, auch von Auswanderung von gebildeten Menschen profitieren. Und da gibt es vielleicht nochmal einen kleinen Twist, den ich gerne erläutere, zu den folgenden und potenziell wird Inas den vielleicht dann auch später noch zum Leben bringen in der Diskussion. Wenn gut ausgebildete Menschen das Land verlassen, dann senden sie ein Signal aus an alle anderen, die noch dort geblieben sind. Und zwar, Bildung lohnt sich. Und das kann nicht nur anekdotisch gesehen werden, sondern kann dazu führen, dass sich allgemein das Bildungsniveau in den Ländern anhebt und als Folge dessen auch ein positiver ökonomischer Effekt in den Ländern entsteht, unter der Annahme, dass nicht jeder weggeht, logischerweise. Und das konnte auch gezeigt werden, also das ist zum Beispiel ein realer Effekt, der sozusagen diesem Brain Drain auch entgegenkommt. So, dann, wenn all diese Effekte, die wir gerade beschreiben, da sind und so positiv sind aus ökonomischer Sicht, wie ich sie beschreibe, stellt sich natürlich die Frage, wie groß sind sie denn, wenn man sie quantitativ fasst, diese Effekte? Und wir haben das gemacht, wir verwenden hier in der Forschung gängiges Modell. Und hier zeigt sich, dass sozusagen, wenn man alle ökonomischen Effekte aufaddiert, was ehrlich gesagt nicht leicht ist und natürlich auch immer annahmenbehaftet ist, dass man dort auf Größenordnung von circa 2,5 Trillionen, also Trillion US-Dollar, also auf Englisch definiert Trillion, im Deutsch würde man Billionen sagen, ich hoffe, ich komme jetzt nicht durcheinander, sieht. Und die sind nochmal gestiegen über die letzten 10 Jahre. Jetzt dann natürlich durch Covid auch ein bisschen abgeschwächt. Wir haben das jetzt hier mal für 10 Länder exemplarisch aufgezeigt. Was beobachten wir hier? Ich würde sagen, erste Beobachtung ist, dass die USA sozusagen den Löwenanteil aller Benefits auch auf sich vereinen. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem natürlich auch einfach die schiere Anzahl von Menschen, sowohl gebildet als auch ungebildet, die in die USA traditionell schon einwandern. Und was sich zum Zweiten zeigt Deutschland hier auf Platz 3 mit einer substanziellen Zahl von über 160 Milliarden Euro pro Jahr. Was sie zum Zweiten zeigt, oder auch zum Dritten, je nachdem, wie man zählt, ist, dass es eben nicht nur die Zielländer sind, die hier unter den Top 10 erscheinen, sondern in Gelb hier eben auch die Herkunftsländer, insbesondere in Indien und China. Also auch hier zeigt sich wieder, es ist nicht nur so, dass die Zielländer profitieren, sondern über die Zeit eben auch die Herkunftsländer. Wir haben das hier nochmal weiter vertieft. Ich würde sagen, das überspringen wir jetzt mal. Aber der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich die Pro-Kopf-Werte deutlich unterscheiden auch zwischen den Ländern. Und selbstverständlich ist es so, dass höher gebildete Menschen, jüngere Menschen, Menschen in Arbeit hier höhere positive ökonomische Effekte zeigen als Menschen, die das nicht sind. Was mir dabei aber ganz wichtig ist, nochmal ganz kurz zu betonen, ist Folgendes. Und zwar, dass man gebildet und ungebildet, in Anführungsstrichen,
wenn man das zum Beispiel an Universitätsabschlüssen festmacht, oftmals schwer unterscheiden kann. Also die BioNTech-Geschichte hat das ja auch schon gezeigt, dass das Kinder von Einwanderern waren, die eben nach heutigen Maßstäben als ungebildet gelten würden. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass es natürlich immer so auch Sekundäreffekte gibt. Was heißt das? Würde zum Beispiel bedeuten, dass, das kann man auch eben in Zahlen zeigen, dass natürlich Menschen, die eine geringere Bildung haben, im Dienstleistungssektor, in der Volkswirtschaft arbeiten können, da teilweise natürlich auch Tätigkeiten im Haushalt übernehmen können, sodass dann insbesondere Frauen auch in Deutschland, wenn sie denn wollen, auch wieder stärker berufstätig werden können. Ja, also in gewisser Weise, wenn man möchte, kann man einen Zusammenhang auch sehen zwischen Einwanderung, auch unqualifizierter Einwanderung und Gender Equality auf dem Arbeitsmarkt. So, aber das war sozusagen die Perspektive, wie hoch sind die ökonomischen Beiträge aktuell? Jetzt hier eine kurze Auswertung, die etwas zum Träumen einlädt. Und zwar die folgende. Was ja eigentlich spannend ist, ist die Frage, wie hoch wären die ökonomischen Effekte, wenn wir sozusagen Migration weiter erleichtern würden? Weil grundsätzlich ist es ja so, in Deutschland ist Einwanderung von qualifizierten Menschen übrigens stark erleichtert worden. Aber generell beobachten wir ja überall auf der Welt eigentlich ziemlich große Hürden gegenüber verstärkter Einwanderung. Und aus ökonomischer Perspektive, ich hoffe, ich mache mir das da nicht zu leicht, ist das natürlich in gewisser Weise eine Marktbarriere, also ein Handelshemmnis, wenn man so will, was sich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hier stellt. Und demzufolge ist sozusagen die restriktive Immigrationspolitik, die wir grosso modo sehen, gleichbedeutend mit einem großen Wohlstandsverlust. Das sollte eigentlich auch nicht überraschen, weil ich glaube, der Gedanke liegt uns ja allen nahe im Welthandel, dass Welthandel grundsätzlich etwas Gutes ist, im Übrigen auch etwas Friedens- und Stabilitätsförderliches. Und dieselbe Logik gilt grundsätzlich eben auch für Migration. Und weil wir hier den Welthandel in der Vergangenheit natürlich schon so stark ausgeweitet haben und auch, das sieht man hier jetzt in der Mitte, wir gehen jetzt hier die Produktionsfaktoren durch, weil auch Kapital als solches ja sehr mobil ist in der Welt, das führt dann logischerweise dazu, dass sozusagen die zusätzlichen potenziellen Wohlstandsgewinne aus weiterem Welthandel und weiterer Kapitalfreizügigkeit relativ begrenzt sind. Also wir sehen hier die Zahlen, da gibt es verschiedene Estimates, aber die sind eben relativ gering. Und logischerweise, weil wir in einer Welt leben, Ökonomen nennen die Freedom of Movement, but everything except labor, also except people, weil in Bezug auf Menschen die Welt dann doch auch noch relativ unfrei ist, sehen wir hier eben viel größere potenzielle Wohlstandszuwächse, die eben in die Billionen von US-Dollar gehen. Die, wenn man die ernst nimmt, allerdings zwei Extreme bedeuten würden. Das eine Extrem, Punkt 1, 95 Billionen US-Dollar, das ist ungefähr die Größe der heutigen Weltwirtschaft. Also wir würden sozusagen die World Economy verdoppeln. Das wäre Punkt 1, also das ist natürlich eine astronomische Zahl. Die ist natürlich aber auch getrieben von einer sehr gewagten Annahme, und zwar, dass wir alle Barrieren für Migration abschaffen würden, was selbstverständlich politisch unmöglich ist und sicherlich vielleicht auch gesellschaftlich nur von sehr, sehr wenigen gewollt. Ja, aber trotzdem, ich glaube, die Größenordnung verdeutlicht das große ungenutzte Potenzial hier. So, mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt etwas schneller voranschreiten und wir können dann sicherlich weitere Themen noch in der Diskussion weiter beleuchten. Mir wichtig ist eben zu betonen, das Ganze ist nicht nur ein ökonomisches Thema, sondern auch eins von Global Justice. Warum? Am Ende ist es so, dass wir, glaube ich, alle Glück hatten im Leben dahingehend, wo wir geboren wurden. Also ich selber wurde in West-Berlin geboren damals, noch bevor die Mauer gefallen ist. Und es ist uns allen bekannt, dass unsere Leben möglicherweise anders verlaufen wären, wenn wir in Ostdeutschland geboren, jetzt wie in meinem Fall, Ost-Berlin oder auch in anderen Ländern. Und auch das lässt sich in Zahlen zeigen wiederum, dass im Schnitt 2/3 aller Unterschiede zwischen Menschen, ökonomisch betrachtet wieder, eigentlich auf einen Ursprung zurückgehen. Und das ist die Frage, wo ist jemand geboren worden? Also auch hier sozusagen Herkunft hat einen großen Effekt darauf, auf die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen
Und logischerweise ist dann Migration, im besten Fall natürlich legal und gesteuert, ein Mittel, gewisse Ungerechtigkeiten, Zufälle des Geburtsorts im Nachhinein zu korrigieren. Ich bin mir bewusst, das ist eine globale Perspektive. Man kann da sicherlich aus philosophischer Sicht auch anderer Meinung sein. Kurz gesagt, gefühlt sehen wir ziemlich viel Migration und Immigration. Und das ist sicherlich für Europa und Deutschland in den letzten 10 Jahren auch richtig. Weltweit betrachtet sind bislang zwischen 3 und 4% der Bevölkerung migriert. Also dann wiederum eine überschaubare Anzahl. Punkt 1. Und Punkt 2, eigentlich die spannende Frage, die man stellen könnte, ist, warum sehen wir eigentlich so wenig Migration? Und zwar gerade sind Sie und ihr hier auf der rechten Seite. Die grüne Kurve geht runter. Und das bedeutet, ist ein bisschen komplex dargestellt, ich entschuldige mich dafür, aber die Intuition ist die folgende, dass man eigentlich, wenn man sich anschaut, wie viele gebildete Menschen es auf der Welt heute auch schon gibt, dass der Anteil derer, die migrieren, sozusagen, wenn man das indiziert, im Zeitablauf sogar eher abgenommen hat. Ja? Also die Migrationsneigung von Gebildeten über die Zeit hat sogar eher abgenommen, was tatsächlich sogar, finde ich, überraschend ist. Dann lasst mich hier kurz zum Schluss kommen mit einem doppelten Ausblick. Das eine ist, wir haben jetzt sozusagen die politische und soziale Sicht auf Migration nur gestreift. Was sich aber deutlich zeigt hier anhand von Zahlen auch aus den USA, ist, dass die Zustimmung, Migration positiv zu sehen und im Zweifelsfall sogar eher mehr denn weniger zuzulassen, dass diese Zustimmung zur Migration über die Zeit stark zunimmt. Und das heißt, konkret im Jahr 2020 war es das mehr oder weniger das erste Mal, wo wir in den USA sehen, dass mehr Menschen sozusagen sagen, Migration, wir brauchen mehr davon, als den Menschen in Rot, die sagen, wir brauchen denn weniger davon. Und was dahinter steht, ist natürlich auch so ein Generational Shift, also in anderen Worten, dass die jüngeren Alterskohorten hier oft wesentlich offener eingestellt sind. Und das zeigt sich auch in anderen Fragen, in den USA zum Beispiel, wenn es um die Frage geht von Interracial Marriage. Also auch da gab es ja vor wenigen Jahrzehnten noch große Vorbehalte in den USA. Es war natürlich legal, das ist gar keine Frage, aber sozial teilweise stark verpönt. Und hier haben sich auch die Einstellungen der Bevölkerung deutlich geändert. Und ich sehe das persönlich, wenn Sie mich fragen würden, als ein Beleg dafür, dass wir sozusagen insgesamt sehen, jüngere Menschen, und jüngere Menschen auch als ich, ich gehöre mittlerweile auch schon zum älteren Semester, sind teilweise deutlich liberaler. Und wenn man diesen Trend so fortschreibt, dann werden wir auch zukünftig eher mehr Unterstützung für offene Einwanderungsgesellschaften sehen als weniger. So, und was bedeutet das jetzt? Wir laden Sie und euch ein zu einem Perspektivenwechsel. Punkt 1 eben in der Zusammenfassung, Brain Drain, wenn man sich das Thema anschaut, würde ich dazu einladen, das weniger problematisch und negativ zu sehen, sondern tatsächlich eher als einen potenziellen Win-Win, also eine Situation, wo alle Seiten gewinnen können. Für die Politik bedeutet das, ich beobachte, da gibt es immer eine große Diskussion, die beliebten Schlagwörter sind sozusagen Fachkräftemangel. Da kann man auch als Ökonom mal die Frage stellen, ja, warum gibt es den Mangel denn überhaupt und gibt es da nicht eine zu starke Lohnzurückhaltung? Aber die ganze Tonalität bedeutet ja eigentlich, es gibt ein Loch, das muss geflickt werden durch eine Ressource, die dann potenziell auch von außen kommt. Das ist eine sehr mechanische Sicht. Und wir würden auch Unternehmen und Politiker dazu einladen, das Ganze eher als Innovationsimpuls zu sehen. Ja, also nicht als Ressourcenplay, wie wir es nennen im Denglisch, sondern als ein Innovationsplay. Also eher die Frage stellen, wenn diese Menschen zu uns kommen, wie können wir so mit ihnen arbeiten in der Gesellschaft? Und auch in unseren Firmen, dass wir sozusagen uns nicht nur im Glanze der Diversität sonnen, sondern dass wir daraus auch einen Innovationsimpuls für uns alle ziehen. So viel dazu. Ich hoffe, das war ein für Sie und euch anregender Diskussionsimpuls. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Und wir haben uns das jetzt folgendermaßen vorgestellt, bevor wir da jetzt reingehen, würde ich gerne Inas noch dazu einladen, in eine kleine Q&A mit mir. Das machen wir auf Englisch, weil Inas eben auch erst vor wenigen Monaten hier nach Deutschland gekommen ist.
Und mir war es einfach persönlich wichtig und auch Willi und Matthias war es wichtig und Julia, hier nicht nur über die Menschen zu reden, sondern auch mit den Menschen. Und das wollen wir jetzt tun. Und deswegen würde ich jetzt ins Englische wechseln. Inas, would love to invite you now to a quick Q&A, if you're in for it. Sure, yes. Fantastic, okay. So, yeah, first of all, it's important to me to also introduce you like Willi did. Basically, I got to know you through Imagine, the gemeinnützige Verein that a broader team of volunteers and I, we founded together. We had a couple of touch points and then we met actually just, I believe, two months ago at our summer party. Yes. And we cherish the fact that you came over, overcame obviously many obstacles to come here, and you're now working here at a large startup. So, yes. Yeah, welcome to Berlin, welcome to Germany, and I'd say let's kick off the Q&A. Thank you. Yeah. Happy to be here. Thank you. Good. So, indeed, you came to Germany, to Berlin, and I believe originally via Cairo, via Egypt. Yes. So we heard that you're working here in Berlin. So can you paint us a picture? Where do you work? What do you do? Well, yes. So I work as a senior software engineer here in Templify. This is it's sort of a large startup, like Johan just mentioned. It has like many offices, and I came for the Berlin office here in Germany. This is a document automation product. This is the main product that they sell. It's a document automation for enterprises that just eases the creation of all the different enterprise documents, keeping it in brand and controlling the content of it. So this is basically what we're doing. And I work in the engineering department there, just developing the product using .NET. Fantastic, thank you. And I know that you also have other Imagine fellows as part of your team. So we can only assume it's a very diverse group of people. Yes, Fantastic. That's true. Fantastic. And so, I know many of my fellow Germans are sometimes just curious to know, why Germany? How did you come up with the idea to come to Germany and not the US or Canada or any other country? Well, honestly, at the beginning, I did think about going there because of the language barrier. This was my initial motivation, but Germany is known for their efficient, German people are known for the efficiency and the high quality of their products. And Germany has a very open and welcoming market for especially software engineers. And I've had a lot of my colleagues and my friends just when I started to think about maybe moving to a country abroad and just chasing this new challenge, a lot of people mentioned Germany would be a very good place to start there. And I figured, okay, I can try. And I just started applying. At first I had a lot of non-replies and rejections, but I just I kept applying until I applied at Templify, and I got lucky and I got an offer. Here I am. Fantastic. Yeah, thanks for sharing. So, what I'm taking from this is always, sometimes Germany believes that we don't have a brand in the world, and Canada and Australia are countries that are much more visible and attract the best and brightest. That is not the case, right? And in particular, in the Middle East and countries surrounding Europe, I think Germany's brand is very strong and is actually also getting stronger and more appealing. And, yes, definitely. I had a lot of friends. Actually, I've had a very close friend move to Germany, but he's in a different city than Berlin. And I've been part of the transition, the decision making and just the applying and moving there. And I kept getting, keeping in touch with him, knowing about Germany. And that's kind of sort of encouraged me to also why not chase Germany as well, and
it was much easier to actually get a job here. And like I said, it was more welcoming. And like I said, the biggest barrier was the language, but I found the company that will help me learn German here. So it's sort of like a transition. Yeah, perfect. And in fact, I know other Imagine fellows who are not only learning German, but they are also teaching other Germans English, right? So they're volunteering their time on apps here in Germany. So really amazing additional effects that we're seeing. And then, you know, maybe finally, I must say, you have always impressed me from the start, but also your story, right? Because if we look at many Imagine fellows, they tend to be male, obviously also reflecting certain cultural, let's say, tendencies, that it's potentially easier for men to go abroad than for women, in particular when they're not yet married. So do you want to share your story on this aspect? Yes. So I came here alone, but I don't have any family members with me coming to Germany. So initially, like, I had the same thought and this impression that men usually just travel abroad and like it's harder for women to do that. But just as the years went by and I pursued my career like year after year, I just started to just remove the idea of being a woman in like the professional view. So I just thought about it as I love actually software engineering. I pursue it and I want to further my career more and more. And so the next step to do, the more challenging situation for me, was to just do it, like to move into another country and expose myself to another culture. Mm-hmm. And I got this, it was very scary, like a very intimidating situation, but I guess I got lucky because sort of like the social and the professional part met, where like socially I had a friend of mine who, she's a traveler and she went to Europe 1 year and then she came back and just gave me this amazing story about like Europe and the weather and the the place there and everything, the culture. And I just got so fascinated by it and I figured, okay, I want to try that for my own. I don't want to be just the receiving end. I want to be the one who experiences. So we then and there just agreed on like, okay, we will travel together. So that was the very first time for me to travel on my own with a friend. So she already had the experience and this sort of cushioned my fall. And then I became addicted to traveling and just seeing like the world and seeing how your perspective isn't always the only one there. Like there are so many perspectives to consider, so many ways to live and to perceive life, so many different aspects of life that you might not experience being in the place that you're used to be being in among people that you all are the same, so to speak, like very similar. So that was the very first time I got addicted and I started to travel here and there just for like visits, but never to Europe actually. The closest was Turkey. So then I got another opportunity, which was I was very lucky to have. And the company, one of the companies I used to work in, they just sent me on this business trip to the US for 5 weeks. Mm-hmm. And this was the first time that I had to travel completely on my own without anyone there, just me. And it wasn't that long period, but it was enough for me to figure I can maybe do this. I can try and experience this. And from that point in time, I started to look, okay, maybe I need another challenge, or maybe I would look in like abroad.
I started applying, and then I became very high, like a very hyper focused on like the next step. So mm-hmm. this is me applying for a job, and then okay, I have an interview, and then I have another interview, and I have an HR interview, and it became very focused until one point I just I realized, okay, I'm booking my ticket and I'm going to Germany in like mm-hmm. a couple of weeks. And I was very lucky because my parents, my family were very welcoming, and they were encouraging me because they knew this was something I wanted to do. And it was also like how I was raised, you know, just depending on myself, you know, being able to fend for myself and just to see what needs to be done and doing it. And I figured this is part of the fear that people have, is that what happens if I got into a problem mm-hmm. or if I needed someone. And I figured, okay, if that situation came, I'll figure out how to do it, and I'll figure out how to deal with it. And so this has been the way. And thank you. Thanks for sharing. I mean, that really shows there was a long mental journey for you as well, with many steps, yes. many experiences, that sparked the curiosity in you. And I think we can all relate, right? Because we all remember our first times abroad, maybe the England or Ireland for some language classes. Some of us had the privilege to do so, or Erasmus. But so these are all experiences many of us had the pleasure or the privilege to have, and that gave us the confidence that we can see the world and experience it more fully. Thank you. You're welcome. Thank you, Anat. So, Julia, I think, should we dive into the Q&A now? Yeah, that would be great. So we have three questions now here. Mm-hmm. Are we proceeding in English? So I guess it's not for me to make the call, but if people are comfortable with it, I mean, I think we are now in English, but we can happily mix it. So if the question came in German, let's answer German. If it comes in English, then it answers in English. If okay, that doesn't perfect. Create too much. Well, the first question actually is in English. So I mm-hmm. will just read it. How many respondents from how many countries outside Europe are your studies based on? That would be the first question to you, I guess, Johan. Yeah. In fact, first, thanks for the question. You know, as I wanted to humbly indicate, we are doing our own research, and we're translating research done by others in the work that we do here. So ultimately, this is not a huge think tank. This is not a huge team working on migration. It's in fact myself and another colleague of mine, with actually quite a small amount of our time also dedicated to it. So in essence, all of the messages that I shared in the analysis are based on cross-country data that comes from censuses ultimately. So census information that also is only being captured every 10 years. So that also explains why there are often time lags in the data that we actually have for migration. And so the 2020 data that I showed you, I didn't say it, I should have, is in fact a model-based prediction based on the latest data that we have from 2010 and 2015. So just to give you a flavor that the topic of migration is actually relatively under quantified compared to trade or capital flows today. So there's a lot to be learned still. And in parallel, indeed, we're doing our own research. We're fielding a survey as we speak. We're assessing the attitudes of business executives in 10 countries. And there we talked to around about 100 executives of large companies in these countries. So around about 1,000 respondents to a survey that we're running. But that's not yet published. Perfect. Then we can be waiting for that too. Thank you. Me too. There's a lot of work to be done still. Yeah. The second question, I guess, this will address in us. The second question is, have you also had negative experiences? And if so, what kind? Okay, negative experiences in Germany? Or where? Yeah. I guess in the migration process. Honestly, it was just a
for me, it was a bad coincidence because I had this transition. I'm only here for 5 months. I had this transition done in the COVID time. So there was a lot of lockdown, a lot of delays, and a lot of missteps during this visa application. My visa got delayed just so that I can start and come here. And it was understandable, of course, because of the current situation, but that was like a rough start just to be able to get my visa and get here. And I had a bit of a negative experience when I came here, but like I said, I just dealt with it as it came and just well, it's all resolved now. So yeah. A positive outcome. Yeah. Thank you so much. Then we also have a third question. How do you think acceptance of people can be nudged towards seeing migration as a positive thing? I assume that's first for me, but I mean, we can all discuss it. I'm sure, and Julia, you might also have views on that. So let me answer twofold. One is, can it be nudged and should it be nudged? So can it be nudged is easier to answer, I guess. So there are indeed fascinating studies that show two things. One is we all have often wrong impressions on very basic facts when it comes to migration and immigration. So when you ask people, please estimate the percent of people coming from abroad living in your country or in your city, they would easily nearly overestimate it by a factor, I believe, of 2. So people are not just wrong about these numbers, they also tend to be very wrong, and they tend to be biased. So they don't underestimate the numbers, they tend to overestimate it. So the Gefühl of Überfremdung is strong, but actually maybe not entirely based on the true numbers. So I'm saying that because people's perception matters a lot and potentially even more than the actual reality of the numbers. So that's one thing can it be nudged? The second aspect on can it be nudged is there's also other research done by very clever people that show that if you give people information on the real numbers of migrants, then they tend to be very surprised. Okay, yes. And indeed, also they tend to be more accepting of immigration. So sharing basic facts about migration matters, and it changes people's perception. So it can be nudged. Well, if it should be nudged, I mean, I think that's probably also a philosophical question. I can only say personally, obviously with the work that I'm doing on behalf of Imagine, I'm trying to nudge people's perception, but towards reality by working with people from countries that may not be traditionally seen as originators of skilled talent, and telling these inspiring stories of fantastic positive contributions to our society. Yeah, I can also contribute with one experience I myself have had, or also in my personal surrounding, when actually people who are a little bit skeptical on the topic, actually get in touch with people from foreign countries, and they have nice conversations, nice meetings with them. So then also they change their perspective on the topic into a positive direction. So actually, as you say, Johan, as far as you're only concerned with numbers, but not getting in touch with real people and real stories behind that, you're not getting the topic quite well. So also in that case, thank you so much, Enath, for your perspective on your individual journey to Germany, which was quite impressive for me and very interesting from hearing firsthand. Thank you so much. Yeah, happy to share. Yeah, perfect. Jetzt haben wir noch eine Frage auf Deutsch, die würde ich jetzt ja auch gerne noch teilen. Und zwar kam einmal die Frage, ist es auch so, dass es vielleicht Zahlen oder Hintergründe gibt darüber,
ob Deutsche im Ausland auch besser performen als zu Hause unter Umständen. Viele Gründer gehen auch in die USA. In welchem Kontext ist das zu sehen? Venture Capital als Stichwort oder gibt es dazu auch vielleicht Wissen, was wir teilen können heute? Das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage, die ich nicht umfassend beantworten kann. Ich glaube allerdings, ist es sehr wahrscheinlich sogar einfach zu sagen, dass dem so sein wird. Also dass diejenigen Deutschen, die ins Ausland gehen, im Schnitt outperformen, habe ich irgendwie den Begriff gehört, oder irgendwie mehr Leistung bringen in irgendeine Dimension als diejenigen, die hier bleiben. Und zwar einfach deswegen, das kommt dann wieder zurück auf dieses Thema, dass Migration selbst natürlich auch eine mutige Entscheidung ist. Und Ökonomen würden das nennen positive self-selection. Also dass diejenigen, die sich entscheiden, aus freien Stücken wegzugehen, einfach natürlich andere Menschen sind als diejenigen, die hier bleiben. Das soll in gar keiner Weise abwertend gemeint sein, aber die sind eben anders. Und diese Andersartigkeit kann dazu führen, dass die vielleicht mehr Mut haben oder mehr Bereitschaft, sich einzusetzen in gewissen Bereichen. Ja, also von daher sozusagen auf Basis der Theorie würde ich das sogar stark annehmen, dass dem so ist. Und was ich jetzt aus der Frage auch noch raushöre, ist natürlich so eine Art Wettbewerbsdynamik, also ist es gut oder schlecht, wenn diese Leute in die USA gehen oder nicht, dann würde ich auf Basis dessen, was wir hier gerade besprochen haben, sagen, also das ist eben Teil dieses Phänomens, dass wir globale Netzwerke bilden. Das bedeutet, wir bekommen Leute für immer oder für eine gewisse Zeit und andere gehen auch weg. Die gehen eigentlich nicht weg, sondern die bauen eben ein Netzwerk. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Geschichten, dass hier Axel Springer zum Beispiel, bin hier gerade in der Nähe, deswegen ergibt sich der Bezug, aber eben auch deutsche Traditionsunternehmen, wenn man so will, auch deutscher Mittelstand, davon profitiert haben, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter für immer oder auch nur temporär in die USA geschickt haben. Super, danke dir, Johann. Ja, ich weiß nicht, haben wir noch... Würde ich an dich, Willi, nochmal zurückgeben. Ja, wenn ja. Unsere Fragen beantwortet sind, genau. Johann, vielleicht kann ich zu der letzten Frage und deiner Antwort noch einen Aspekt hinzufügen. Ich glaube auch, dass das so ist und meiner Wahrnehmung nach sind es in eher die überdurchschnittlich qualifizierten Menschen, die ins Ausland gehen und häufig hat das auch eine Reihe von spezifischen Gründen, also beispielsweise, dass sie in einem Feld arbeiten oder auch forschen können, das in Deutschland gar nicht so entwickelt ist oder wo es vielleicht auch prohibited ist, hier eben entsprechend zu forschen und sich betätigen zu können, so dass sie im Ausland andere Möglichkeiten vorfinden, dieses eben zu tun und auch sich zu entwickeln und zu performen, als das überhaupt hier der Fall wäre. Was in anderen Sektoren vice versa sicherlich auch so ist, dass das eben hier in Deutschland die Chancen und die Möglichkeiten besser sind, sich eben zu entwickeln und sich zu betätigen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, ich würde gerne zum Schluss dieser Veranstaltung allen Beteiligten ganz herzlich danken. Dir, Johann, dass du dein Research, deine Findings uns präsentiert hast. Das sind sehr spannende, relevante Themen. Ich glaube, es ist lohnend, dass man bei uns darüber noch sehr viel mehr erfährt und sehr viel mehr diskutiert. Und ich würde gerne Enas ganz herzlich danken, dass sie ihre Story mit uns geshared haben, was, glaube ich, eine total interessante Geschichte entsprechend ist. Und Julia, dir für die Moderation.